Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Yu-Gi-Oh! World Championship Ways of Acadia 2010. Wir waren hier beim letzten Mal in Kapitel 3 haben wir angefangen und sind jetzt in der Welt der Duellgeister. Duellgeister. Und ich, wie ihr seht, mache ich das jetzt eigentlich ein bisschen schnell, weil ich mag das einfach irgendwie nicht. Ist immer so langweilig, diese Rätsel. Aber trotzdem vergesse ich sie noch. Ich habe sie mindestens 4-mal gemacht und ich vergesse das trotzdem jedes Mal, wie es ging. Erstes muss der Wasserfall ausgeschaltet werden. Ja. Dann ist der Wasserfall schon mal weg. Dann gucken wir mal weiter. So. Den holen wir uns nicht. Den holen wir uns nicht. Aber auch nicht. Das ist hier nicht. Auch jetzt irgendwo noch mal, ja, genau das habe ich gebraucht. Jetzt nächstes reparieren wir hier die Brücke. Ja, was ich komisch finde, man kann die nur von hier reparieren, aber man hätte die auch von der anderen Seite rein von der logisch wieder reparieren können. Wie man weiß, minus mal minus gibt plus. Schon ist das Wasser wieder da. Und schwupps. Das Tor hat sich geöffnet. Das ist doch wunderbar. Ja, die Mystik im Hintergrund ist auch wieder schön. Aber wir wollen uns battlen. Nur hierfür. Hey, ihr. Nee, das hört sich doof an. Hey, ihr, versteckt dich hier. Versteckt dich im Mund. Du schaust doch! Ich schau hier! Was geht? Das geht ja mal gar nicht. Ja, Bro. Puh, das war knapp. Ich habe für uns fast gefunden. Ich bin Torunka. Du bist ein Mensch, was? Dann bist du wohl etwas Besonderes. Du musst außerwählt sein. Der Typ dort gehört ziemlich in den Elfenkönig. Er beherrscht über die Sicherheit. Schumann hat viele Geister mit dem Flug der Minakiri bekannt. Ich folge vielen daran. Mich hat der Flug eigentlich, deshalb bin ich so klein und kräftig. Ich nehme mal ein hübscher und frisierter Zauberer. Auch wenn es jetzt nicht mehr so aussieht. Jetzt schaust du so. Du glaubst mir nicht, was? Öffne deine Augen, schau dir nur die leere Höhle dieser Stadt an. Das sollte Beweis genug sein. Was? Den Teil der Geschichte hast du nicht angezeigt? Was denn dann? Du glaubst also nicht, dass ich mal ein hübscher und visierter Zauberer war? Das ist es. Diese Jugend heutzutage. Das kann kein Respekt. Dann schau dir doch mal meine Magie an. Wie? Wum, wum, wum. Hier, vielleicht kannst du für etwas hier gebrauchen. Du Herrs, Deckel, dein Deckel. Also glaubst du mir jetzt? Das Problem ist, dass du die Karten von hier, mir, nur in dieser Welt verwenden kannst. Wenn du sie nicht alle in der Realität besitzen, musst du sie dort selbst finden. Ich kann in diesem winzigen Körper einfach nicht richtig zaubern. Mir fehlt das Selbstvertrauen. Also, was sagst du? Duellierst du dich mit dir, um zu sehen, ob meine Magie noch funktioniert? Ja, boah. Trete bloß mich. Früher hatte ich wirklich drauf. Du brauchst es mir also nicht leicht suchen, okay? Oh Gott, diese Stimme. Oh. Die tut im Kopf weh. Und das auch nicht im normalen Maß. Ach, wir haben finstere Fusion gezogen, also wir könnten rein von der Logik eine Fusion machen.
aber irgendwie jetzt lohnt sich's nicht. Weil Gegner keine Monster, dann warum zwei angreifen, wenn man auch nur einen an. Ja, mal geschützte Delle ist okay. Oh Gott. Also die Stimme hat mich kaputt gemacht. Man kann mit solchen Schmerzen im Kopf nicht liegen. Sollte man nicht wirklich nicht anstrengende Sachen machen. Annulier sein Effekt. Doof. Ja, okay. Ach ja, davon kann auch keine C-Marken haben. Und dann zerstört doch unsere. Irgendwie habe ich das anders in Erinnerung, den Effekt. Sollte doch jetzt eigentlich zwei Spielmarken machen, oder nicht? Kein Kampf, wenn diese angreifende Karte durchkommt. Oh, Mist. Okay, dann fusionieren wir trotzdem. Fusion! Wir mögen es finster. Fusionieren nur mit finsteren Gestalten. Und los! Finstere Fusion! Fusion! Ha! Ich rufe böse Held Dark Gaia. Ich beschwöre unser böser Held Inferno. Und wie im letzten Duell hoffentlich dort den. Wow, wir nehmen schon 6 Minuten auf. Okay. Dann können wir jetzt kämpfen. Angriff. Und unser Held. Ach Mist, ja stimmt, ja. Der Stadel kann ja den Effekt ja selbst nutzen, uns doch egal. Greifen wir nun ein weiteres Mal an. Kannst ja blocken. Bitte. Rein von der Logik müssten wir im nächsten Zug gewonnen haben. Außer er zerstört unseren Helden. Dann nicht. Aktive Angriffszüge. Ach, dann kann er. Ach toll, Erde kann in der Runde nicht angreifen. Okay. Ach, Menno, das Viech ist Erde. Ich kann so nicht arbeiten. Kann ich angreifen? Nein, Erde kann natürlich nicht angreifen. Aber er muss Zauberkarten abwerfen. Was heißt, ist egal, was er macht. Er muss mindestens immer eine Karte abwerfen, damit keinen unserer Angriffe abkriegt. Ja, oder bleibt das jetzt dauerhaft, dass er darf jetzt etwa dauerhaft nicht mehr noch, er darf dauerhaft nicht angreifen. Oh. Das ist ja super, ist ja wunderbar. Ich habe doch schon damit gerechnet, dass ich in der nächsten Runde gewonnen hätte, aber nein. Jetzt müssen wir warten, bis ein finsteres Monster kommt. Nein, Böse der Mächtigen aktiviere ich nicht, lohnt sich auch. Ach komm, ich aktiviere den Effekt von Bösheit Inferno Guy. Entferne ihn um. Unseren Goblin jetzt noch einmal zweimal angreifen zu lassen. Ich weiß zwar irgendwie unnötig, aber besser als wenn der Blitzeinschlag zieht und dann alle drei Monster auslöscht. Ist einfach nur zum Guten gemeint. Und wir warten weiterhin darauf, dass wir mal immer noch kein anderes Monster ziehen. Ja, aber mich 2200 im Angriff ist ja okay, dass er sich mit einem Monster sich da versteckt hat. Aha. Mich das gerade auf. Ach wow, er ruft den Drückreichen. So. Na, kannst du irgendwas? Naja, er kann unser Monster zerstören. Spiegelkraft. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich bin mir aber nicht so 100% sicher.
können sogar eine wir können sogar fusionieren. Wir haben ja einen Unterwelt und einen Filzmeister, aber nee, komm. Unser Goblin-Angriffstrupp darf angreifen. Hm. Und unser Inferno. Infernal Guy. Gainer. Und schon haben wir gewonnen. La 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 la. Ach, ich mag das, wenn der Sound immer abgespielt wird dann. Du weißt nicht, wie du jetzt kann ich dich werden ohne mich Sorgen machen zu müssen. Und das nur, weil meine Magie so einzigartig ist. Dafür gebe ich dir die Bestnote und diese Bildung. Ich hoffe, du magst sie. Ah ja, mal schauen, mal, auch kein Mensch. Da wir nun wissen, dass das Steck in Ordnung ist, sollten wir uns auf den Weg machen. Wohin wir gehen? Na, zum Thema Schuss natürlich. Oh, das hätte ich das erwähnen sollen. Habe ich dich nicht von einer Weile um einen Gefangenen gebeten? Ach, wirklich? Habe ich nur vergessen. Alter, das ist kein Spaß, sage ich dir. Dann frage ich wohl besser, bitte hilf mir bei der Rettung von Luna, das ist alles. Was verstehst du daran nicht? Oh, na gut, dann fange ich von vorne an. Nein. Ich spreche jetzt nur mal. Hm. Es gibt neben dir noch einen anderen Menschen in dieser Welt. Und der besitzt den Schlüssel für gefangene Zimmer für sie durch den Artikel. Eigentlich ist sie ein Kind namens Luna. Sie hat einen Schlüssel beschützt und wurde von Zimmer gefangen. Ich will es retten, um meine Schuld bei ihm zu begleichen. Natürlich will ich auch der Welt der Geister helfen. Ich will sie beide retten. Ich glaube jedoch nicht, dass ich sie alleine retten kann, also braucht deine Hilfe. Luna wird im selber Schloss festgehalten. Das liegt nördlich der Stadt. Hilfst du mir bitte? Wenn ich da ganz alleine hingehe, werde ich bestimmt gefasst. Und dann werde ich Luna und ich von diesem Meister verschlungen werden. Welche Demütigung. Wirklich, du hilfst mir also. Ich wusste doch gleich, dass du sonst bist. Los geht's. Oh. Die Stimme. Das ist furchtbar gewesen. Was geht? Hey, schaffen wir noch eins? Ach komm, zwei Duelle dieses Mal. Weil im letzten Part ja auch nur Gelaber drin war. Okay. Setzen wir die Karte verdeckt. Rufen uns einen Felsbrockenkrieger im Angriffsmodus. Zumindest haben wir schon Fels und einen Unterwäldler für Notfälle. Ach Gott, und er ruft natürlich direkt ein stärkeres Monster als unseres. Ja. Und wir haben Sakuretsu-Rüstung. Damit können wir eins seiner Monster das Angriff zerstören. Ja, tut mir aber leid. Ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich das zu dulden habe. Aber komm, wir bewerfen dich mit Steinen. Dann wird unsere Armee dich noch ein bisschen massieren, auf dich rumtrampeln auf dem Rücken. Und schon sind die Hälfte deiner Lebenspunkte futsch. Und unsere Armee muss sich ausruhen. Massagen sind ja im Anstand zu machen. Da hauen wir gleich noch mehr rein. Das Blöde ist ja, dass ein Goblin in jeder Angriffsdruck zwar mehr an Defensive hat, was positiv ist. Aber auch wiederum nicht so geeignet ist, um. Ja. Ist keine gute Verteidigung, finde ich. Ach nö, warum Riesenratte? Es gibt doch so viele Monster, die gesetzt hätten können sein werden. Aber warum Riesenratte? Damit habe ich mich berechnet. Die Mission ist es wie unser nur dass das Monster entfernt wird. Was du auch nicht gerade gut ist. Dann los. Nee, er will doch jetzt. Oh, ach okay, das hat mit. Ach Mist, das hat. Ja, verstehe.
Aber das hat Viech hat nur 2000 Mal wieder die Nieter abgebrochen. Wusste ich doch, dass er den Nieter am Angriff dann macht. Die hätten ja mehr Angriffspunkte, die jetzt hier in der nächsten Runde im Angriff setzen können. Und immer noch. Oh, ziemlich schlecht für die. Okay. Ah, bin ich müde ein bisschen. Die Stimme, ach, die tut immer noch in den Hals, in den Stimmbändern weh. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist so ein richtig ekelhaftes Kratzen. Ich trinke mal einen Schluck. Jetzt geht's ja wieder einigermaßen. Okay, durch das Natur... Nein! Oh. Das war jetzt echt mein Fehler. Das ist doof gelaufen. Ein Geschäft mit der finsteren Welt. Ja, mit Sakuritsu-Rüstung geht's ja wieder. Mit Sakuritsu-Rüstung hätten wir... Ja, mit einem... Oh. Ja... Verdrückt man sich einmal, tut man sich einmal in der Tastenkombination, dann nimmt das sowas. Dich lassen wir durch. Dich zerstören wir. Also 4000 Lebenspunkte so zu verlieren geht gar nicht. 3600 ist ja noch in Ordnung. Götzen des Gesandten noch rufen. Kann ich speziell beschwören, oder? Ja, danke. Sagen wir mal mit 2-7. Oh, und Spielmarken. Mit 1-4 nur. Geht. Ja, perfekt. Kann ich die Spielmarke als blablabla Typ Kampfschaden gesandt ist nicht als Def. Okay. Ich gehe davon aus, dass ich die Spielmarke... Ja. Wir zerstören die gerade gesetzte Karte. Die gefällt mir. Oh, Mist. Es läuft einfach nicht nach Plan. Weil die jetzt offen ist, kann ich die nicht zerstören. Dann greifen wir mal... Ja, Riesenhorte an, damit wir ein bisschen Schaden reinhauen. Und da ich von Gesamtangriff ja stärker bin. Nein! Es wären 1-7 flinker Humunge. Ne, dann greife ich lieber den Affen an. Wenn der mir lieber gewesen wäre, auf dem Feld zu lassen, auch mit den 2000 Angriff. Und wir haben jetzt 3 Monster auf dem Friedhof, 2 auf dem Spielfeld. Das heißt, wenn er die beiden jetzt in dieser Runde auslöscht, können wir auf der Trickkette aktivieren. Oder wir haben verloren. Eins von beiden. Okay, damit hätte ich rechnen müssen. Aber warum hat der Flink Momonga noch im Angriff? Jetzt haben wir 4 Monster im Friedhof. Gut, doppelter Beta-Angriff. Ausdruck ist eine gute Karte. Damit greife ich die verdeckte Verteidigung mit ihm an. Ja, das ist es natürlich im Friedhof-Momonga. Super. Okay. Der 1000 Lebenspunkte. Okay, dann wissen wir. Er hat ja nicht mehr viel Flinke Momonga. Das greifen wir das auch mal an. Gut, jetzt müsste es gleich. Ja, es steht jetzt gleich stand. Bin schon mal nicht in Ordnung. Und der Vorteil ist ja jetzt mit Elite angedruckt, dass er in der Verteidigung geht. Das heißt, wir haben 2 Monster ausgelöscht, verlieren in der nächsten Runde keinen Schaden.
weil er hat ja nichts. Ich habe keinen Monster, kein schwarzes Monster im Angriff gemacht. Wir haben eine ganze 1000 Schaden zufügen. Okay. Ich natürlich auch. Wenn ich Pech habe, kann er halt das sogar noch eine Karte drin, womit das ein Monster stärken kann, verdeckt. Wäre jetzt nicht so gut. Nee, hat er nicht. Irgendwann kommt ein Doppel-V. Okay. Dann verliere ich 1000 Lebenspunkte und können dann Topf der Trägheit aktivieren. Wir lassen aber einen Unterwäldler und. Nee. Doch ein Fels und ein Unterwetter müssten wir eigentlich auf den Friedhof kriegen. Dann aktivieren wir mal Topf der Trägheit. Wir holen uns die Naturia, den Felsbrocken, Goblin. Ach Mist, wir kriegen keine Zeit. Ja, dann lassen wir das stärkste Felsmonster auch mal auf den Friedhof. Okay, wir könnten rein von der Logik Lava Golem spielen. Und das um 8. Ja, ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt so sehe. Weil so kriegt er erstens keine 1000 Lebenspunkte. Und wir können ihn ja mit Bürde der Mächtigen. Und die Karte, falls er noch eine Zauber- oder Fernkarte spielen sollte, schützen. Solange er jetzt kein weiteres Monster spielt, haben wir noch eine Runde. So in etwa, deshalb habe ich die nochmal gesetzt. Ach nee, der hat nur noch 2-2, das heißt ein Monster mit mindestens 1-1 Angriffspunkten und Mist. Ah nee, das ist jetzt... Ach, Menno. Okay. Das war wohl ein verlorenes Duell. Hoffentlich ist da kein Game Over jetzt. Vom Game Over müsste ich vom letzten Speicherpunkt anfangen. Na gut. Ich spiele wieder bis zum Affen hin, also wenn euch der Part gefallen hat, gut, wir werden gut kommentieren. Bis dann. Tschüss.